Am 22. November 1963 wurde Amerika Zeuge eines grauenvollen Attentats. John F. Kennedy, einer der beliebtesten Präsidenten, wurde an diesem Tag ermordet. Obwohl man in den öffentlichen Medien sehen konnte, wie der Schuldige gefunden und verhaftet wurde, tummeln sich selbst heute noch die wildesten Theorien darüber, was es mit dem damaligen Anschlag auf sich hatte. Ein nicht gerade kleiner Grund dafür dürfte auch gewesen sein, dass die Dokumente über diesen Fall über Jahrzehnte lang unter Verschluss gehalten wurden. Heute, 54 Jahre nach dem Vorfall, könnte es bald dazu kommen, dass die Öffentlichkeit Einblick in die geheimen Akten erhält. Trotz Bemühungen des Geheimdienstes CIA, die einen Teil der Papiere aufgrund von nationaler Sicherheitsinteressen weiterhin zurückhalten wollen, twitterte Trump, dass er der Veröffentlichung der JFK-Files wahrscheinlich zustimmen wird. Dabei könnten zehntausende Seiten an geheimen Akten das Licht der Öffentlichkeit erblicken. In diesen Akten befinden sich auch Dokumente aus den frühen 90ern. In diesen sollen sensible Informationen über Operationen aus jüngerer Zeit zu finden sein. Inwieweit die geheimen Akten veröffentlicht werden oder ob brisante Stellen einfach geschwärzt werden, ist bis jetzt noch unklar.